Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur Neuerscheinung von Hachette hier in Deutschland zumindest. In Frankreich ist ja schon länger gestartet, nämlich das Alien Xenomorph. Und zwar im Maßstab 1:2 und damit fast passenderweise zum Terminator für die, wo ihn von euch auch gebaut haben. Da erwartet uns auf jeden Fall riesengroßer Bastelspaß. Ja, wir werden uns die Ausgaben 1 bis 4 heute anschauen, also sprich erste Lieferung. Und ich zeige euch gerade eben noch die Infos hier aus dem, aus dem Booster. Und ja, in dem Sinne, lasst gerne ein kostenloses Abonnement, einen Daumen nach oben und gerne noch einen Kommentar hier da. So, bevor wir allerdings anfangen zu bauen, würde ich sagen, ich zeige euch noch kurz hier den Booster. Hier ist nachher noch ein Poster drin. Ne? Also, Maßstab 1:2. Hier haben wir so einen Durchschnittsgröße eines normalen Menschen. Das Modell wird 1,20 Meter los, das heißt, ihr seht also schon, das geht euch locker bis auf die Bauchhöhe. Und das Ganze ist jetzt nicht nur in England bestellbar, so wie es hier unten noch zu sehen ist, sondern halt auch ausschließlich online bei hachette.de. So, und da haben wir schon, hier sind jetzt teilweise schon die deutschen Übersetzungen mit dabei. So, schauen wir mal, ob ich das hier so kopfüber ein bisschen mit hinbekomme. Also wir haben hier an den Details hochwertige Finish. Dann das Modell des Xenomorph. Was dein Modell? Der Xenomorph, der achte Passagier. So, jetzt. Das ist gar kein Detail, sondern einfach eine Erläuterung. So, dann haben wir einen aufleuchtenden Schädel. Wir haben beeindruckende Kiefer, der sich öffnen und schließen lässt. Wir haben einen geräuschfolgenden Kopf. Das heißt, dank eingebauten Soundsystem kann der Kopf quasi sich später drehen und quasi auf Geräusche reagieren. Dann haben wir bewegliche Gliedmaßen. Und dann schauen wir mal, ob es hier noch mehr Details gibt. Nee, so, also hier haben wir jetzt die nächsten Lieferungen, also was quasi so als grober Überblick, was an Bord herkommt. Ne? Also hier sehen wir, dass man hier aus einzelnen Gliedern quasi ähnlich wie beim Terminator das Modell später zusammenbauen. So, und dann gibt es natürlich noch Geschenke dazu. Ne? Wir haben eine Cutting Mat, die habe ich tatsächlich, habe ich noch einen da. Das ist hier so eine kleine. DIN A4 ist das, glaube ich. Ja. Dann gibt es so eine Blechtafel und später noch eine Figur. Und zwar, glaube ich, in der 7. Lieferung, genau. So. Und dann haben wir hier innen noch das Poster. Das ist natürlich jetzt für euch ein bisschen schlecht zu sehen. Ich zeige es später oder zum Schluss des Videos nochmal. Und das war's eigentlich schon. Mehr wird uns hier gar nicht gezeigt auf dem Poster, nenne ich es jetzt mal. Deswegen können wir jetzt eigentlich zielgerichtet hier mit den Bauteilen anfangen. Was ich hier schon mal gut finde, erstens Papierverpackung und zweitens, man merkt direkt beim Anfassen hier, dass das hier wirklich, ihr seht schon, das ist hier so ein, wie so eine Art Gummi, die Bauteile. Und das wird wahrscheinlich später von dem Alien, was aus dem Kiefer rauskommt, glaube ich, der Kopf sein. Ein Schraubendreher, super, kann man immer gebrauchen. Und hier sind dann bestimmt die einzelnen Zähne drin für den Kiefer. Ja. Ja, die sind diesmal auch nummeriert, das ist super. Das fand ich beim Terminator etwas nicht so gut gelöst, weil da musste man tatsächlich nach der Optik gehen. So, und dann haben wir hier noch Schrauben dabei, die nicht beschriftet sind. So, wir brauchen weiterhin einmal online die Anleitung als PDF. Und mit der werden wir jetzt mal durcharbeiten. So, dann haben wir hier noch einen kleinen Tipp genannt bekommen.
Teile des Modells werden entweder ineinander gesteckt, mit dem beigelegten Schrauben fixiert oder mit Klebstoff fixiert. Sie können Sekunden- oder Alleskleber aus dem Bau- und Supermarkt verwenden. Achten Sie bei der Verwendung von Klebstoff darauf, nur sehr kleine Mengen aufzutragen. Die Bauanleitung in jeder Ausgabe geben die Reihenfolge an, in der Sie die Teile zusammensetzen. Okay. Also. Dann fangen wir mal an. Als erstes nehmen wir uns hier den Kopf, den Schädel und bauen jetzt hier diese Baugruppe ein. So rum. So, dann brauchen wir jetzt hier die beigefügten Schrauben. Was mir hier aber schon auffällt, dass hier die Schrauben mit dem beigefügten Schraubendreher nicht bedienbar sind. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall alternative Schraubendreher in anderen Größen. Ich empfehle euch da auf jeden Fall hier so ein bisschen grobes Schraubendreher-Segment zu holen. Am besten, meiner Meinung nach, sind gerade hier für Modellbau die Sachen von Vera. Ihr habt ja, gibt es so eine tolle Tasche und da gibt es verschiedene Größen drin, verschiedene Aufsätze. Und damit kann man eigentlich super durchstarten. Link findet ihr unten in der, Videobeschreibung. Da gibt es einen Amazon Affiliate Link. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr darüber einkauft. So, jetzt muss man den noch hier festschrauben. Alle vorsichtig nachdrehen. Gut. Dann nehmen wir uns jetzt hier den Kiefer und stecken jetzt hier die Zähne der Reihe nach rein, beziehungsweise kleben die auch fest. Hier vorne, die sind logisch, dass die da reinkommen. So ein bisschen kann man es eigentlich anhand der Größe sehen, beziehungsweise einfach dem Buchstaben folgen. Also A kommt logischerweise hier hinten als erstes rein. Und so weiter. So, ich habe jetzt hier mit dem Ultra Glue von MIG Ammo die Zähne eingeklebt. Hier kann man, also kleiner Tipp noch von mir, kann man eigentlich nicht verwechseln, denn die Zähne haben immer eine Oberflächenseite, die nach außen zeigt, und eine glatte Seite, die nach innen zeigt, und entsprechend könnt ihr die eigentlich der Reihe nach hier draufstecken. So, und was wir jetzt machen, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Kleber rein, beziehungsweise hier außen drauf, und bauen das ganze Teil, den Oberkiefer, noch hier ein. So, dafür nehme ich aber Cyanacrylatkleber. Die haben eine größere Klebefläche, dass das hier auch hält. So. Gut, kommen wir zu Tüte Nummer 2. Bekommen wir jetzt Unterkiefer, seitliche Unterkiefer, einziehbare Unterkiefer in Antrieb, Edelstahl, Stifte, Feder etc. Also das hier wird wahrscheinlich dann der Antrieb sein. So, was haben wir hier noch drin? Okay, das ist dann der Kiefer zum Ein- und Ausziehen. Der ist auch aus Metall. So, dann schauen wir mal.
Dieses Bauteil sollen wir hier einsetzen. Ich muss jetzt gerade noch schauen, dass ich es richtig rum einbaue. So rum, okay. Also, dass die beiden farblichen Strukturen beide zueinander passen. Dann den Stift hier einsetzen. So, dann werden die hier beide miteinander verschraubt. Also vom Reinschneiden her würde ich sagen, das sind die Gewinde schon vorgeschnitten. Aber hier muss halt man trotzdem mal einen kleinen Tropfen Öl dran machen. Ach Mist, jetzt habe ich die Feder vergessen einzusetzen. Ach Mensch, wieder zu voreilig hier. Also nochmal aufmachen. Hier muss nämlich noch eine Feder rein, und zwar hier. Das ist besser, wenn man die hier drauf steckt auf das X. Ja, das geht besser. So, im Anschluss sollen wir jetzt hier den Antrieb festmachen. Dafür haben wir hier auf dem ausziehbaren Teil gibt es hier ein Schraubschloch und hier ein etwas längeres Steckloch. Das kommt dann hier hinten rein. Okay, das wird nur gesteckt. So, dann wird jetzt hier noch der eine Kiefer hier unten eingesetzt. Der kommt dann hier rein. So, ich habe jetzt noch die seitlichen Teile hier angeklebt. Dann war ich schon einen Schritt weiter und habe schon Beutel 3 soweit vorbereitet, dass wir gleich nur noch ein bisschen was zusammenschrauben müssen. Und zwar habe ich die Unterkieferzähne eingesetzt. Dann dieses geäderte Teil hier, also dieses Schleimteil hier unten um den Unterkiefer drumherum gebaut, da eingeklebt. So, dann wird im nächsten Schritt einmal die Ausfuhrmechanik hier in die große Schale eingesetzt, der kleine Drehmotor anmontiert
und die kleine Abdeckung hier oben drüber geschraubt. Und an der Stelle machen wir jetzt zusammen weiter, denn wir verlängern jetzt hier oben das Kopfteil mit zwei von den Schrauben. Was ich hier tatsächlich ein bisschen schade finde, ist, dass die Schrauben hier nicht gekennzeichnet sind, sondern man muss tatsächlich der Anleitung nach wirklich aufpassen, welche Schraube wo reinkommt, also mit Maßeingabe. Gut, jetzt hält sie es noch in Grenzen, weil wir haben jetzt noch nicht so wirklich viel Schraub. Aber später könnte ich mir vorstellen, dass da noch verschiedene dazukommen. So. Damit haben wir den Kopf einmal verlängert. Und sollen jetzt hier die die eine Kieferbaugruppe jetzt hier einsetzen. So, dann machen wir das hier schon mal soweit. Und damit können wir schon Tüte Nummer 4 öffnen. Achso, übrigens, wir haben jetzt hier noch eine kleine Testplatine und einen Batterieanschlusspol. Allerdings brauchen wir hier so eine Knopfbatterie, ist es, glaube ich, ne? Muss ich mal schauen, weil ich habe jetzt im Mikrofon habe ich so eine drin, aber jetzt hier gerade auf Lager keine. Auf jeden Fall können wir das hier mal so anstecken. Und dann muss ich mal schauen, ob ich zu Hause noch eine habe. Die brauchen wir dann später zum Testen. So, können wir auch beiseite legen. So, und da gibt es eine Gummihaut. Dann ist hier noch so ein kleines Verbindungsstück. Aha, so, hier haben wir jetzt noch mal kleine Magneten drin. Okay, schauen wir mal. Also als erstes sollen wir tatsächlich hier die Magneten einkleben. Und zwar hier in diesen Öffnungen. 1, 2, 3, 4 mal. Beziehungsweise das Ganze dann hier so verbinden. Mit dem kleinen Adapter hier.
So, dann klebe ich jetzt mal als nächstes 4 Stück Magneten ein. Und danach sollen wir nochmal welche einkleben. 4 Stück hier auf der Gummihaut. 1, 2, 3, 4. So, im nächsten Schritt müssen wir jetzt natürlich, ich habe es hier erst falsch reingemacht, habe die dann jetzt umgeändert, denn die Magneten müssen tatsächlich parallel zu denen hier auf der Seite drunter, weil das Teil hier auf der Seite reinkommt. So, also muss ich die Magneten nochmal neu einkleben. Das ist aber noch nicht trocken, das mache ich dann später mal fertig. Letzter Arbeitsschritt, wir machen noch den einen Schlauch hier oben in das Metallteil rein, ne? Da wird ja bloß so eingeklebt. Und damit sind wir für die Folge fertig. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Ich würde mich natürlich freuen, euch in der nächsten Videofolge wieder begrüßen zu dürfen, denn da geht's schon mit den Bauabschnitten rasant vorwärts. In dem Sinne, viel Spaß beim Nachbauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.